Ja, moin zusammen. Hab gerade vor ein paar Minuten eine E-Mail bekommen. Wie gesagt, das Zündschloss hat immer noch eine Macke. Und da hat mir der Gerd, Grüße gehen raus an Gerd und besten Dank, hat mir geschrieben, dass ich offensichtlich ein paar Lötstellen übersehen habe. Der gute Mann ist vom Fach, ich nicht. Finde ich gut, dass er sich meldet. Hat mir ein Bild geschickt, wo die Lötstellen eingekreist sind. Daran werde ich mich jetzt halten. Und ja, ich bin nicht vom Fach, ne? Also das, was ich löte, hat was mit dem Auto zu tun und dann ist gut. Elektronik an sich habe ich auch nicht gelernt, ne? Jeder lernt so seine Sachen. So, und ich werde das Ding jetzt zerlegen, mir alles nochmal auf dem Foto angucken. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ach so, ja, über 2800 Abonnenten, ne? Vielen Dank. Wahnsinn. Ja, das ist der Hammer. Ich weiß nie, was ich dazu sagen soll. Warum so viele das gucken, ich verstehe es auch nicht so richtig. Obwohl, ich gucke mir auch Leute wie zum Beispiel Musti, zum Beispiel, gucke ich mir gerne an, ne? Der holt sich Klamotten vom Müll und baut da Motorräder und Rasenmäher draus. Und unsere Rasenmäher sind letztendlich auch nichts weiter als vom Sperrmüll. Das, ja, vielleicht ist das eine andere Generation vielleicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich finde es gut, dass es noch Leute gibt, die das machen. Okay, ihr kommt jetzt auf Stativ und ich versuche zu löten. Beziehungsweise zerlege das Ding erstmal. So, ich hoffe, man sieht alles. Ich habe jetzt auch einen anderen Lötkolben genommen. Gerd hat Kritik geübt bezüglich des anderen Lötkolbens. Stimmt, der nimmt an der Spitze keinen Lötzinn auf. Ich habe auch nochmal einen Elektronikkolben hier. Der ist eigentlich recht gut. Der war auch reichlich teuer. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das hier so auf die Reihe kriegen. Ich löte das erstmal so nach. Ja, man sieht schon durch die Kapillarwirkung, da wird einiges reingezogen, was vorher nicht verbunden war. Deswegen mag ich unter anderem keine Elektronik im Auto. Sie hält einfach nicht. Es wird schwierig, Elektronik da einzubauen, die die ganzen Vibrationen aushält. Das ist das Schwierige. Gut, man kann alles dämpfen, das ist nicht das Problem, aber ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal alles einmal erhitzen und gucken, ob sich das eventuell in Funktionsfähigkeit niederschlägt. Mein Wegschicken kann ich das Ding immer noch. Aber vielleicht funktioniert es ja. Ich habe das ehrlich gesagt auch beim 203er noch nicht gehabt. Scheint ein häufiges Problem zu sein, aber ich hatte es ehrlich gesagt noch bei keinem und ich habe reichlich davon. Ja, das ist. So, jetzt habe ich keine Lupe.
Das ist richtig blöd. Ich werde jetzt auch ein paar andere Sachen nachlöten hier. Mal sehen, vielleicht funktioniert es ja. Noch kleinere Lötkolben habe ich leider nicht. Und ich denke an die restliche Elektronik, da sollte ich auch die Finger von lassen. Wie gesagt, ich. Es ist nicht mein Beruf. Da gibt es Leute, die machen das beruflich. Und die haben das gelernt. Ich habe kein Problem damit, eine Waschmaschine und so weiter zu reparieren. Ich habe auch meine Verkabelung hier in der Werkstatt komplett selbst gemacht, aber Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Das ist, wenn ich irgendetwas vor ihr bei irgendetwas vor einem Rätsel stehe, dann lasse ich die Finger davon. Aber versuchen kann man es ja erstmal. Wenn man allerdings in den Bereich kommt, das muss ich jetzt schaffen und macht es dann kaputt, ne? Ist es blöd. So. Die habe ich. Die habe ich. Die beiden Stellen hat mir Gerd eingekreist. Die habe ich. Bauen zusammen und gehen zum Auto. Der wird gerade eh geladen. Ich habe den Lendi daneben gestellt. Eine Batterie lädt jetzt hier noch. Dann schauen wir mal, was passiert. So, hat mal überbrückt. Batterie ist ja auch nicht mehr die neueste. 2 Jahre beim Händler gestanden. Naja, so wirklich aktives Fahrerlebnis hat das Auto jetzt nicht erlebt, ne? Dann wollen wir mal gucken. Ich habe aufgemacht. Ist mal drinnen echt gestorben. Das weiße Ding da übrigens immer noch von der Aufbereitung, der ist aufbereitet worden. Wie gesagt, der stand beim Händler. Und den ganzen Krempel muss ich auch wieder zusammenbauen. Auch das hier. Aber erstmal das Wichtige. Schauen wir mal. So, wie wir jetzt sehen, haben wir keine. Hier. Haben wir keine Kilometeranzeige. Das ist im Zündschloss. Ja. Das wird alles im Zündschloss niedergelegt, nicht im Kombi-Instrument. Ich mache mal kurz aus, mal gucken. Ja, letztendlich gleiches Ergebnis. Also wir können die Batterie ausschließen. Weil wie gesagt, hier wird geladen. Tja. Ich meine, einschicken kann ich es immer noch, ne? Werden wir jetzt nochmal angucken. Letztendlich kann es am Ende, ja, was kann es denn noch sein? Der Anlasser. Vielleicht kann es wirklich der Anlasser sein. Ich gucke mir jetzt diese blöde Sicherung da an. Es gibt da so eine ganz spezifische Sicherung, die gerne mal rausfliegt, wenn der hängt. Und zwar ist das hier vorne, da hinten in der Ecke, also hier oben die gelbe, ne? Das kommt mal raus. Nein. Ja. Was kann das noch sein? Muss ich mir vielleicht den Anlasser doch nochmal angucken. Also er nimmt den Schlüssel an. Gelegentlich hat er auch mal gestartet. Eine sehr eigenartige Sache mit diesen Schlüsseln. Und diesen Schlössern vor allen Dingen. Die mit dem Bart waren vielleicht doch besser. Mal gucken, ob das Sam jetzt durchschaltet. Das Ding da vorne, wo die Sicherungen drin sitzen, ist neben einem Sicherungshalter und einem Relaishalter auch noch ein Steuergerät. Blinkt. Hm.
Scheibenwischer scheint nicht zu gehen. Eigentlich habe ich den Wagen genau dafür dahin gebracht. Dass ich den Mist volle Füße habe. Ich weiß auch gerade nicht, warum dieser Ventilator so hoch knallt. Alles sehr eigenartig. Ich wollte eigentlich Zeit sparen, habe den Wagen deswegen dahin gebracht. Mit der Ankündigung, das Auto läuft wieder. Ja, sprang dann irgendwann auch mal an, weil hätte man jetzt auch auf die Batterie schieben können, weil mit Booster irgendwann, beziehungsweise über Brücken, funktionierte das dann. Aber das war jetzt nicht so das Endziel. Eigentlich wollte ich in Ruhe das Auto fertig machen, damit der hier auch fertig wird. Ja, jetzt habe ich eine Kilometerstandsanzeige bei einem lichtlaufenden Auto. Herzlichen Glückwunsch. Vorher lief er und hatte keine Kilometerstandsanzeige. Und irgendwo fehlt ein Bauteil. Jetzt kann ich den Wagen nicht mal mehr rangieren. Dieser Elektromotor da unten, der muss zum Zündschloss passen. Jetzt hätte ich zumindest im Notlauf mit dem anderen falschen Zündschloss, hätte ich jetzt zumindest den Wagen rangieren können. Jetzt bewegt sich hier gar nichts mehr. Das geht mir am Ende ein bisschen auf den Sack. Gerade bei einer Werkstatt, von der ich eigentlich viel halte. Ich glaube, ich muss noch mal mit dem guten Mann sprechen. Aber vorher werde ich noch einen Test machen. Ich werde das Zündschloss einfrieren bzw. in den Kühlschrank legen. Und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Die Batterie, ich habe eine andere Batterie am Ladegerät. Ich kann das hier ab und der Motor aus. Ja, schauen wir mal. Sehr unbefriedigend. Jetzt habe ich im Grunde genommen die ganze Zeit, die ich mit dem Land Rover verbracht habe, komplett ins Minus gearbeitet. Ja. Das ist ja nicht das Problem, eine Reparatur zu bezahlen. Das Problem an der ganzen Sache ist, anzusehen, dass so ein Auto verkauft wird, und ich wollte einfach die Zeit, ich wollte, dass die quasi meine Arbeit machen. Dafür bezahlt man eine Werkstatt im Allgemeinen. Ich finde das nicht gut. Nee. Ein nicht laufendes Auto konnte ich selbst. Ja, moin. Schon wieder ziemlich spät, mussten gerade bzw. heute ein paar Sachen erledigen. Unter anderem ein paar Gartengeräte kaufen, weil Hake etc. alles im Eimer. Ja, irgendwann ist auch mal kaputt, ne? Ja, die konnte man auch nicht mehr reparieren. Das ist, ich glaube, die Zinken stecken auch irgendwo noch im Boden. Ich muss da mal suchen. Ja, der Mercedes. Der Mercedes geht zum guten Oliver. Der hat eine Hebebühne. Da kommt ein Anlasser kaum dran. Ne? Ich werde jetzt erstmal prüfen, ob das Zündschloss auf den Anlasser durchschaltet. Ja. Bevor ich jetzt mit dem Zündschloss irgendwas anderes mache. Ne? Nachvollziehbar. Ja. Kann ja sein, dass es funktioniert, dass der Anlasser jetzt irgendwie Murks ist. Das ist die andere Geschichte. Was noch gemacht werden muss, ja, der Astra, bremsen, die Stoßstange festmachen. Ja, gut, fest ist sie, aber unten fehlen noch drei Schrauben. Hier an den Seiten fehlen noch die Schrauben. Bin ich jetzt gar nicht zugekommen. Ja, die Alufelgen, eine liegt da schon.
Plus Gartengerät. Ja, das muss ich auch noch zum Laufen bringen. Das will ich irgendwie nicht. Das ist ein Kater, der am Jammern ist. Ja, ist doch gut. So. Ja, der Schlachtwagen kriegt die Räder runter. Gut, dass der nicht bekloppt ist. Ja. Die Räder gehen hier drauf. Die sind sehr gut. Ja. Sonst noch was? Ja, ich werde die Bremsen jetzt erstmal machen. Bedeutet, von dem kleinen fusseligen Wagenheber geht er gleich runter. Ich packe den anderen dran. Schützen drunter und dann geht das los mit den Bremsen. Ja, das ist ganz schön pixelig. So viel zum Thema, das ist eine, weiß der Teufel, wie viele, ne, ja, wie viele Dings da, keine Ahnung. Megapixel? Ja, Kamera. Ganz schön lichtempfindlich, die Dinger. Moment. So. Schon besser, ne? Ja. Ja, das wird gleich nicht mehr so aussehen. Vorne dann auch. Dann haben wir es eigentlich. Mit den Bremsen. Die Stoßstange und so weiter. Das Lackieren verschieben wir. Wir bringen den Wagen erst zum TÜV. Ja, das bedeutet sauber machen. Alles nochmal durchkontrollieren. Frontscheinwerfer, Heckscheinwerfer. Alles fertig machen. Sauber machen innen, außen. Lackieren, wie gesagt, nach dem TÜV. Kann ja sein, dass er irgendeine unglaubliche Katastrophe noch findet, die ich jetzt überhaupt nicht gesehen habe. Kann sein. Glaube ich zwar nicht, aber kann sein. Ja, er freut sich immer wahnsinnig, wenn er was findet, was ich nicht gefunden habe vorher. Ja. Nee. Wie gesagt, bremsen jetzt. Alles durchkontrollieren. Birnen in die Frontscheinwerfer. Glühlampen. Entschuldigung. Leuchtobst haben wir hier auch nicht. Ja. Ja. Okay. Ihr kommt aufs Stativ. Ich fange an zu arbeiten. So, und hier zur Beruhigung ein Keks in der Wiese. Und ein Kobold. Ja, die einzige weibliche Katze hier. Und der möchte da was erledigen. Der kriegt jedes Mal einen auf die Birne. Na egal. Besagte Wildwiese. Ja, richtig schön hochgewachsen. Ja, ist auch einiges drin los. Ja. Na, das wird kein gutes Ende nehmen für ihn, wie immer. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, im Zeitraffer, die Bremse hinten hat sich ganz schön gesperrt. War auch richtig schön verklemmt. Ich werde jetzt nicht, damit ich ein Video fertig kriege, an der Bremse rumfuschen. Wie man sieht, da hinten geht die Sonne unter. Ja, der Wagen geht rüber. Auf die Hebebühne. Wie gesagt, ich muss gucken, ob das Anlasssignal rausgeschaltet wird, bevor ich das Zündschloss einschicke. Vielleicht ist es ja schon repariert und der Anlasser macht nichts. Irgendwie klickt da was vorne. Ja, aber es geht am besten auf der Hebebühne, weil der Anlasser ist genau hier drunter. Super, ne? Finde ich auch. Tja. Ja, die Reifen müssen noch gemacht werden. Ich habe schon Reifen gefunden, weil diese Größe hier darf nicht gefahren werden. Das sind 235, 45, 17er. Ist wohl eher E-Klasse. Und 225, 45, 17 darf man auf der C-Klasse fahren, laut
ECE-Papiere. Im Fahrzeugschein steht da nicht mehr alles drin. Ja, wie man sieht, einer steht da noch. Ja, den muss ich noch wegfahren. Der fährt. Den erstmal hier hingezogen. Der steht da immer noch doof rum. Der wird jetzt abgemeldet. Der wird verkauft. Also die Besitzerin verkauft den. Ich mache das nicht. Ja, die haben ja noch zwei. Ne? Wahnsinn. Ja, ansonsten alles ein bisschen umgestellt. Ich habe eine schöne Sache bezüglich der Verschränkung vom Land Rover ausprobiert. Wie weit man ihn auf einer Rampe fahren kann, ohne dass er durchdreht. Nicht schlecht. Zeige ich euch gleich mal. So, es geht darum, diese Rampe hochzufahren. Das sind drei Reifen, 175er oder sowas in der Richtung. Wenn ich am höchsten Punkt da bin, ohne eine Sperre einzulegen, Differentialsperre hat er ja, alle vier Räder am Boden zu halten. Das bedeutet, alle vier Räder müssen noch am Boden sein, wenn dieses eine Vorderrad da oben hochgefahren wurde. Darum geht das. So, und jetzt übergebe ich die Kamera. Wir wollen mal sehen. Och, Kater. Du spielst nicht mit. Nein, du nicht. Wie man jetzt sieht, das eine Vorderrad, ich übernehme die Kamera wieder, das eine Vorderrad ist jetzt hier oben. Das Hinterrad ist noch unten. So, und das ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Geländewagen und einem SUV. Einem SUV wäre auf der Hälfte der Rampe die Traktion ausgegangen. Ja? Können gerne nochmal von hinten gucken. Ja? Der Reifen steht auf dem Boden. Ja? Und hier stehen alle Reifen auf dem Boden. Und so weit kann der einfedern. Das ist eine wesentlich andere Hausnummer als wir hatten einen ML, der konnte gar nichts. Touareg konnte gar nichts. Kia Sorento, hören wir auf mit. Ja, und deswegen fahren wir sowas. Ne? Also, es geht einfach nur darum, die Bodenfreiheit vor allen Dingen immer gleich zu haben. Deswegen vorne und hinten Starrachse. Und ja, man kann damit fahren. Ich habe damals in der Autobild die Tests über dieses Auto gelesen. Ja, Starrachsen, damit kann man nicht fahren. Doch, kann man. Das geht super. Ne? Der Wagen ist auch gar nicht langsam auf der Autobahn. Muss man allerdings nicht machen. Ne? Ja, das wollte ich euch nochmal eben zeigen. Ich werde das Video, denke ich, mal fertig machen. Ach so, ja, der Kanal meiner Frau. Haben einige gefragt. Wie gesagt, das ist noch Baustelle, ne? Da passiert noch nicht viel. Sie filmt fleißig und das ist der Elbtalauen-Elfen. Jetzt muss ich mal eben fragen: Wie heißt dein Kanal? Elbtal-Elfen-Kanal. So. Ich habe den abonniert. Guckt einfach bei meinen Abos. Ich werde es auch unten verlinken. Ich kann mir den Namen nicht merken. Elbelfentalau. Aua. Das gibt Ärger. Ah ja. Ja. Nee. Die Federn haben sich jetzt schön gesetzt. Und wie gesagt, das nennt man Verschränkung. Und das können SUVs nicht. Der neue Defender übrigens auch nicht. Und deswegen halte ich das Ding auch für einen Witz. Wir haben das Ding Probe gefahren. Das kann gar nichts, das Ding. Ja. Die Tugenden, die so einen Geländewagen ausmachen, nämlich keine Sperre zu benutzen, so weit wie es geht. Ich habe keine Sperre drin, jetzt. Weitestgehend keine Sperren zu benutzen, ist eine Persiflage, dass er da praktisch per Bremseingriff die Räder abbremst.
Wir wissen seit dem seligen Disco 2, also dem Nachfolger von diesem hier, dem direkten Nachfolger, dass das nicht lange funktioniert und nicht viel Traktion bringt. Ja. Discovery 3 brauchen wir gar nicht mit anfangen. Das Ding hat Einzelradaufhängung. Das hat keinen Wert. Okay. In den Sonnenuntergang. So, wir haben den Wagen rübergebracht. Wie man jetzt im Licht der Kamera ganz gut sehen kann, wir leiden hier ganz massiv unter Insektensterben. Also hier nicht. Und wir schon mal gar nicht. Wir sind bei Olivers Vater auf dem Hof. Hier wohnt der gute Gerd. Oliver wohnt mittlerweile woanders. Ja, der Mercedes steht jetzt hier. Der wird gleich da reingedrückt. Da hinten ist die Werkstatt. Da wart ihr, glaube ich, schon mal drin mit uns. Das ist ein sehr großes Grundstück mit sehr vielen Insekten und auch nicht gemäht. Also überwiegend nicht gemäht. Meistens, manchmal wird abgemäht und dann ne, Viehfutter und so weiter. Ne, man lässt einfach wachsen. Und genau so entstehen dann Bienenweiden und so weiter. Also wir haben hier Wildbienen. Mein Opa war Imker, also deswegen dem wären die Tränen gekommen, was hier für Wildbienen rumfliegen. Wir haben sogar Mauerbienen auf der Terrasse. Das ist keine Biene. Ja. Ja, jetzt warten wir auf den guten Oliver. Seine Mutter bringt ihn hierher. Und dann müssen wir gucken, dass wir den Mercedes da reindrücken. Ich glaube, der Vater schläft schon. Deswegen fällt der Geländewagen da hinten aus. Ein Opel Frontera. Der fällt aus zum Drücken. Die haben hier so ein geniales System, um über die Anhängerkupplung Autos in die Werkstatt zu drücken. Sollte ich mir vielleicht auch mal anschaffen. Ja. Naja, also wie gesagt, hier ist genug Wiese, hier sind genug Insekten. Das, was man da hinten hört, sind übrigens Frösche. Für diejenigen, die in der Stadt leben. Keine Hunde. Also ein Hund mit Sprachfehler ist es nicht, das ist ein Frosch. Wahrhaftig. Paarungsruf. Kennen wir alle. Lautes Quaken, um die Frau rumzukriegen. Okay. Ich mache jetzt mal eine Pause, bis der Oliver da ist und dann sind wir wieder da.